Position, warte, Schlange 1, Leute, gleich geht's los. Daisy, offizieller Server. Nachteil oder Vorteil? Eher Nachteil, ne? Das heißt ja immer, offizieller Server, Cheater unterwegs. Ich bin gespannt, wir schauen uns zusammen an, ob da Cheater unterwegs sind oder nicht, auf dem offiziellen Server. Mal überraschen lassen. 60 von 60 Leute, also voll. Jo, 14, 13, 12, gleich geht's los. Gleich geht das Überlebens-, also der Überlebenskampf los. Vanilla natürlich, ohne alles, keine Map und so ein Gedöns. Das wird schwer für mich, ich weiß, aber ich werde mich verlaufen. Ich werde wieder ans Ende der Karte laufen, bestimmt. Wie bei Livonia. Erst mal überlegen, gehst du auf Livonia, gehst du auf Tscherno? Tscherno, Livonia ist besser, sind kräftigere Farben. Oh, das sieht das schön aus hier. Oh. Warte mal, haben wir überhaupt Dings hier? Ich wollte gerade sagen, haben wir das? Oh, das sieht ja echt schön aus. Mit dem Turm hier. Der Turm. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich jetzt gleich schon Thumbnail mit dem Turm. Können wir looten hier? Wo sind wir überhaupt? Ich glaube, ich werde mich auf eine Karte erstmal fixieren oder so, Tscherno, um zu wissen. Wir essen erstmal hier. Ja, ich glaube, auf mehreren Karten so zu spielen, wenn man keine Map hat, durch Mod oder so mäßig, ist schon schwer, ne? Und offizieller Server ist mit Essen natürlich ein bisschen ist hart, ne? Ich glaube, ich würde ziemlich oft sterben hier. Ich muss erstmal gucken, wo ich bin. Schön an der Küste natürlich, deswegen auch der Leuchtturm. Am besten ist dann immer querfeld einlaufen, denke ich mal, weg von der Küste. Aber so ein bisschen Essen zu haben am Anfang, da oben wird nichts sein, oder? Ich gehe da nicht hoch, das ist mir zu gefährlich. Da hinten Loot ist, wird der Loot sein. Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Ich glaube, da ganz hinten sind auch nochmal Boote. Aber weil, wie gesagt, hier ist ja der Hauptspawn. Der Spawnbereich am Anfang, der wird, ich denke mal, meistens alles weggelootet sein. Also kaum was sein. Okay, das sind Zombies. Vielleicht ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass da zwei Zombies sind. So, wer kennt die Ecke hier? Wo bin ich denn gerade? Gerne mal beantworten in den Kommentaren. Die Profis sind bestimmt auch. Der ist ja da und da. Auf jeden Fall, ich war auch schon mal hier, das weiß ich. Schon ein paar Tage her. Oh, drei Zombies gleich. Gefährlich, ne? Gefährlich. Oh, wir haben da ein Schild links. Da können wir gleich mal gucken, ob ich da... Oh, da ist ein Zombie, wo ein Schild ist. Zombie gibt vielleicht was zu essen. Wir müssen auf jeden Fall da... Okay. Brunnen ist doch bestimmt irgendwo ein Brunnen. So, leider kommt hier kein Bus. Die Zeiten sind vorbei. Was haben wir denn da? Anzugsjacke. Die ist natürlich... Oh, die ist ja richtig nice schon hier. Da läuft ein Spieler, glaube ich. Wo
Hustet die von der Zombie. Schritte von der Zombie. Jeans, Hotpants, Anzugshose. Wollen wir uns mal schick machen hier? Machen wir uns mal schick. Guck mal hier, du. Und Loot nicht vergessen hier. Zack, zack. Mensch, hübschen, schönen jungen Mann hier. Nix zu essen, war ja klar. Warum läuft der Zombie da hinten? Okay. Okay, Anzugsjacke. Nee, auch nichts zu essen hier. Hier ein Hut. Sehr schön. Ich glaube, Essen würde ich ja auch gar nicht finden. Es wird alles leer gelootet sein. Hier waren wir schon. Es ist klar, Zombie-Dame, ist sowas von klar. Guten Tag, guten Tag. Ich hätte gerne was zu essen. Gibt's nichts. Ach, kommt mir auf. Kapuzenpullover. Ist bestimmt besser isoliert, aber wir werden doch bestimmt noch was anderes finden. Ich glaube, ich laufe mal weiter. Hinten ist die Küste. Ich glaube, hier ist nichts. Oh, da ganz hinten. Ich glaube, das ist da nicht Green Mountain da oben. War kein anderer Spieler, den man boxen könnte, oder? Große Antenne da oben, man sieht sie leicht, vielleicht ganz, ganz leicht. Das soll doch Green Mountain sein. Ach, der sehe ich offiziell. Server ist natürlich auch, was Essen und Trinken angeht, natürlich auch Hardcore. Also, ne? Denke ich mir mal so. Für mich zumindest. So, hier kein Pilz? Nö. Aber wie Sie sehen, sehen Sie hier gar kein Loot. Wunderbar. Müsste noch mal drauf achten wegen Apfelbäume oder Birnenbäume. So, war jetzt noch mal Green Mountain? Ist wieder verloren oder was? Ich bin ja momentan so richtig DayZ-Rausch, ja. DayZ macht mir momentan gerade echt Laune. Kannst jederzeit ausloggen, wenn du Bock hast, was machst du, loggst wieder ein, dann machst du weiter. Außer Server wird gewiped oder Server verschwindet, aber sonst bleibt das hier alles da.
Oh, Green Mountain voraus oder wie sieht's aus? Oh, das reimt sich sogar. So ein bisschen. Oh, was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Kommt auf einmal diese City hier. Die City. Bin ich denn hier? Okay. Alles klar. Klebeband. Joa, können wir ja jemanden mit knebeln. Sonst haben wir hier... Doch, wir haben hier schöne Schuhe. Ach, die sind beschädigt. Hau ab. Hau ab damit. Warum sind die beschädigt? Warum? Nicht so gut. Ich glaube, ich fange mal von links nach rechts an. Oh, Apfelbaum. Da war ja was. Apfelbaum. Ist hier was? Apfel? Nee. Kein Apfel, keine Beeren. Gar nichts, ne? Warum? Muss ich hier erst mich eine halbe Stunde aufhalten, dass da irgendwie was droppt oder so? Hm. Jogginghose. Auch nochmal Klebeband. Klebeband. Klebeband brauche ich doch gar nicht. Oh. Unsere erste Waffe hier. Da vorne ist ein Brunnen. Da waren wir schon. Kleines Dörfchen hier, ne? Ich glaube, hier war ich schon, oder? Nee, die Jogginghose hatten wir noch nicht. Kapuzenpullover, der ist natürlich besser, aber da ist mir Platz, komm, egal. Thermometer will ich nicht haben, nein. Kirsche nicht, was ist denn das? Wie heißt das nochmal? Tabelle? Tabelle. Kapelle? So eine Kapelle? So, natürlich jetzt erstmal ein bisschen ausstatten mit Rüstung und Rucksack und hast du nicht gesehen und ein bisschen essen und trinken und dann so langsam mit Waffen und so. So, komm, süffel mal ordentlich hier. Wir sind ja DayZ, Vanilla, offiziell, da brauchen wir richtig viel Wasser, also. Es dauert natürlich, ich habe keine Flasche. Müsste jetzt eigentlich so lange trinken, bis das Symbol kommt, ne? Das Magensymbol. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich werde auch nicht auf Friendly machen. Wenn einer kommt oder so, versuche ich dann so, ne? Oh, Magensymbol. Platten machen, ihr wisst Bescheid. Körperliche Bedürfnisse. Oh, Errungenschaft freigeschaltet über Steam, bin ich gerade. Hier sieht es eigentlich nicht, aber hat er gerade eingeblendet. Okay. Ist ja auch nicht schlecht. Aufschnitt. Lecker Aufschnitt.
So, aber wir sind ja gerade, ich muss warten, bis das Magensymbol weg ist. Direkt auf mal eine kleine Mahlzeit für eine Person. Siehst du, nur für mich alleine. Ich werde mit euch auch nicht teilen. Okay, das reicht, glaube ich, erstmal. Da gucke ich gleich. Wo ist denn hier die Tür? So, hier ist nichts weiter. Obwohl, der passt doch farblich viel besser, ne? Eigentlich, obwohl grün. Komm, lassen wir mal auf. Ach so, da hatte ich aber was vergessen. Ja, Kapelle, Kapelle. Kapelle. Ach nee, habe ich doch das. Oh, ich bin so alt. Hier habe ich doch gerade einen Aufschnitt rausgeholt. Meine Güte. Da waren wir auch schon. Daunenjacke? War ich hier nicht auch schon? Nee, hier oben dürfte eine Waffe liegen. Nein. Das ist okay. Natürlich nicht. Ne? Flagge. Ragenkleut. Keine Munition, keine Mosen, keine Blaze im Regal hier. Warte, nee. So toll ist das ja nicht, ne? Was ist denn damit los? Ne? Ist auch nichts, ne? Der ist ja nicht schlecht. Der Kaban ist ja echt nicht. Trainingsjacke. Warte mal, können wir da nicht Handschuhe draus machen? Also abgenutzt. Der ist abgenutzt. 30. Das ist aber gut isoliert, ne? Sehr gut isoliert. Schwach isoliert. Wir müssen mal. Ne? Ist zwar rot, aber brauchen wir. Komm. Bessere Isolierung. Können wir? Ne, können wir nicht. Brauchen wir ein Messer. Hallo? Boah, ich habe ja Röhrig in der Hand. Den Röhrig. Autokühler brauchen wir auch nicht. Ist hier ein Abel? Nö. Nee. Oh, was haben wir denn da? Getrocknet. Hallo, nehmen Sie doch mit. Es geht anscheinend ja doch noch. Wieder raus. Jeansjacke. Nee. Was sagt denn die Zeit? Okay. Arbeitshandschuhe. Wunderbar. Das ist ja Munition. Gerade eben noch so gesehen im Augenwinkel. Fällt gerade auf, hier ist kein Fadenkreuz an. Ich glaube, ich hatte das ausgemacht, ne?
So, ich glaube, da drüben war ich auch noch nicht drin. Trainingsjacke, Teddybär. Die ist makellos, was das Zerlegen angeht, glaube ich. Was das Zerlegen angeht, ist ein bisschen kleiner vom Platz. Nimmt nicht so viel Platz weg. Bis wir was zum Schneiden haben für Stoff. Okay, mache erstmal hier die linke Seite und gehe ich nochmal so. Dann nochmal ein bisschen so rechte Seite rum. Guck mal, das Trinken, ne? Das geht schon wieder runter. Obwohl, ich habe vorhin getrunken. Dann müsste ich auch wieder zurückrennen und nochmal trinken. Oh, jetzt muss ich sowieso zurück. Flasche werden wir dann gleich mal entleeren. Trainingsjacke. Da haben wir Katzenfutterkonserve. Wunderbar. Geht auch zur Not. Okay, dann pack das mal auf die 2. Zack. Oh Gott, der hat ja schon wieder Hunger, ey. Junge, 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 Junge. Aber schön ergiebig, ne? Die Dose. Oh, schön, was drin. Katzenfutter haben wir denn auch noch? Komm, hau mal die Pflaumen auch noch weg hier. Wir wollen ja nichts den Feind gönnen, ne? So, Magensymbol hatten wir auch noch nicht. Mach die Dose auf hier. Lecker Katzenfutter und weg damit. Das auch okay, wunderbar. Da hatte ich schon geguckt, ne? Ja. So, müssen wir ja gucken, ob da auch was drin ist. Ne, was haben wir denn hier? Arbeitsschuhe, Arbeitsschuhe. Genutzt. Hm. Naja, wir können sie ja mal mitnehmen. War sogar schon jemand, ne? Aber es dauert zu lange, ne? Ich glaube, das dauert zu lange. Bis das wächst, oder? War noch Paprika, ne? Ja. Ich glaube, das dauert einfach zu lange. Oh, Messer, Stegmesser, wunderbar. Hier genauso, ne? Es ist nass. Hat wohl schon jemand nass gemacht. Beziehungsweise hat jemand bewässert. Ich laufe gleich nochmal zurück wegen dem Brunnen. Wegen Wasser auch. Wasserflasche auffüllen. Oh, da haben wir doch noch was. Immerhin, ne? Immerhin. Der Loot ist sehr, sehr knapp offiziell, ne? Das ist auch das Gute, ne? Dann läuft nicht jeder Hans und Franz sofort mit der Knarre hier rum. Überlegt sich vielleicht dreimal anzugreifen oder auch nicht. War ich da im Schuppen schon? Egal. Ich glaub, Mensch, du. Ich kann mir einfach nichts merken. Wanderhose. Ach nee, der ist ja... Wenn da kein Pluszeichen ist, dann ist da ja nichts drin. Hier haben wir nochmal ein Hemd. Da haben wir eine Batterie. Bringt zwar bringt zwar nicht mehr... Oh Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache. Bringt zwar nicht viel. Oh Gott. Ich glaube, das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Ich kann nicht mehr sprechen. Eine Kartoffel.
Salzstangen. Hau weg den Kram. Wir wollen sowieso gleich was trinken. Salzstangen machen auch bestimmt durstig. Ein Schulranzen. Und was haben wir denn da? 12 Schuss Magazin. Oh. Sogar was drin. Ey. Brauchen wir nur noch die passende Waffe dazu. Ist auch keine Police, ne? Da geht's noch runter. Wir gehen gleich nochmal zum Brunnen. Ich glaube, da war ich schon drin. Noch mal rein. War ich hier schon? Leute, ich kann mir noch nichts merken. Kühlschrank was? Nein. Das war doch Slot hier 20. Jeansrock? Ja, genau. Jeansrock. Okay, da geht es, glaube ich, zum Brunnen. Und da waren wir schon drin. Halten. So. Direkt am Fenster natürlich. Boah, obwohl wir vorhin so viel getrunken haben, hau da jetzt die ganze Flasche weg. Junge, Junge, Junge. So, dann gucke ich gleich nochmal hier hinten, wo die Beeren und bzw. Apfelbäume sind, ob da echt was, vielleicht was gespawnt ist, weil ich mich ja ein bisschen in der Nähe hier aufgehalten habe. Okay, reicht. Nein, diese Ansicht wollte ich nicht. Und dann einmal darüber. Und mal in die Hocke, so in die Hocke. Nee, ist nichts weiter, ne? Nee. Einfach nur mal aus Neugier und zu gucken, aber ich glaube, hier ist nichts. Toll. Müssen wir da gleich noch mal runter. Ich sehe gerade die Zeit, die rennt ja auch schon wieder. Ist nix, ne? Hallo? Salzstein direkt. Ich kriege ja bestimmt wieder Durst. Wanderhose. Ist da Munition? Und gerne sagen, wenn ich was übersehen haben sollte. Haut mir gerne auf die Finger. Ich sehe bestimmt nicht alles. So, vor allem, wo laufen wir denn gleich hin? Green Mountain, ne? Da oben. Da geht's hoch. Leuchtstab, ne. Zahnschloss. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen.
So, egal, wir hauen ab jetzt hier. So, Green Mountain oder was? Liegt das hier noch auf dem Wege? Falls ich mich nicht verguckt habe, müsste ja eine große Antenne da oben sein. Aber ich glaube, es ist nicht Green Mountain. Das Green Mountain steht, glaube ich, so ein Turm, so ein Türmchen, ne? Und nicht so eine Antenne. So, nächstes Ziel wäre denn von hier oben gucken, ob ich irgendwie eine Ruine sehen kann, eine alte Schlossruine. Wegen, also was Blaze oder Mosin angeht. Ich werde auch hier oben dann die Folge beenden. Die Sonne blendet so, das ist ein Gebäude, ne? Oh, mit. Oh, Wegweis. Oh, oh, ja, da müssen wir mal gucken, wohin. Kann das sein, dass es so ein bisschen neblig ist? Ja, das ist natürlich sehr gut da. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Messer kann man hier nie genug haben. Vor allem, die sind ja alle demoliert. Bis auf eins, das ist makellos. Ui, okay. Ja, wo bin ich denn? Der rote Punkt. Ja, aber wie soll ich mich jetzt orientieren? Woher weiß ich denn jetzt, in welche Richtung ich laufen muss? Also da geht's bestimmt zur Küste. Wir müssen einfach, wenn wir da sind, eventuell... Ich sehe das so schlecht. Kann man doch noch näher ran? So müsste das sein, wenn man, sagen wir mal, die Karte findet, ohne GPS. Dass man direkt auf der Karte gucken kann, so mit einem roten Punkt. Touristeninformationskarte da, Touristenkarte, wo man dann ist, mit so einem dicken, fetten, roten Punkt. Weil ich würde sagen, wenn ich jetzt so in diese Richtung da geradeaus laufen würde, einfach jetzt mal so behaupten, dass ich da zum Airfield komme. Ob das jetzt so stimmt, ne? Ist eine andere Sache, aber... Ich weiß auf jeden Fall eins, werde mich hier auslocken. Gibt es da noch Loot? Gibt es da oben überhaupt Loot? Das will ich gar nicht wissen, da habe ich Angst. Nee, da gehe ich lieber nicht hoch. So, zum Glück sind hier keine Zombies. Dafür haben wir hier noch ein Steakmesser. Werde jetzt aber diese Folge hier beenden. Leute, danke wieder fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Daisy, bleibt gesund. Tschüss.